Und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu meinem kleinen Weihnachts-Real-Talk-Video. Diesmal sehe ich mich hier sogar in der Kamera, also ist alles tipptopp, schick. Ja, alle Jahre wieder kommt das Christuskind auf die Erde nieder, ja, wo wir Menschen sind. Und alle Jahre wieder kommt auch mein Was-habe-ich-zu-Weihnachten-gekriegt-Video. Und in dem ich auch euch ein bisschen wieder frohe Weihnachten wünschen will. Ich weiß, das Video kommt heute einen Tag später. Aber an sich ist es halt alles so okay, denke ich mal. Und ja, ich mache das Ganze hier auch wieder ungeskriptet. Ich schneide wahrscheinlich ein bisschen rein, wenn ich zu oft sage oder oder irgendwie sowas. Oder wenn irgendwas mir zu doof ist. Ja, und dann würde ich mal sagen, legen wir direkt los. Mir kratzt gerade mein Arm. Kratz. Ich fange aber diesmal damit an, nicht meine Geschenke auszupacken, sondern euch zu sagen, dass ich euch ein wunderschönes Weihnachtsfest wünsche. Gestern der heilige Abend, ich hoffe, der war schön bei euch, ich hoffe, ihr habt schön gefeiert, ich hoffe, ja, da musste ich gerade niesen, also musste ich gerade unterbrechen. Ich hoffe natürlich, ihr habt ein wunderschönes Weihnachtsfest gehabt und gestern auch einen wunderschönen heiligen Abend und ich hoffe auch, ihr habt noch ein wunderschönes Weihnachtsfest. Einfach weil, so, ich zieh mich mal ein bisschen runter, dass ihr meine Handbewegungen, meine spastischen auch sehen könnt. So, jetzt kratzt mir mein Arm hier schon wieder, jetzt seht ihr auch, wie ich meinen Arm kratze. Oh. Ja, nee, wo wir gerade waren. Ich wünsche euch ein wunderschönes Weihnachtsfest, einen wunderschönen heiligen Abend. Ich hoffe, ihr hattet einen wunderschönen heiligen Abend, habt tolle Geschenke bekommen, habt schön mit eurer Familie gefeiert, habt tolle Reaktionen auf eure Geschenke bekommen. Zum Beispiel habe ich die tollste Reaktion, die ich hätte bekommen können, auf mein Geschenk bekommen. Denn ich habe ein Geschenk selber gemacht, ich habe einen Rap geschrieben für meine Familie und habe halt für die ein bisschen vorgerappt. Und sie haben am Ende geweint und das war so ein schönes Gefühl, das zu sehen und das hat mich wirklich richtig, richtig erfreut. Aber natürlich haben mich auch meine Geschenke erfreut. Und ja. Dann würde ich mal sagen, zeige ich euch erstmal, was ich geschenkt bekommen habe. Und dann erzähle ich noch ein bisschen, was ich so dieses Weihnachten noch mache. Und dann, ja, erzähle ich euch noch ein bisschen was bezüglich eurem Weihnachtsfest. Und ihr könnt mir ja auch was von eurem Weihnachtsfest erzählen. Könnt es ruhig in die Kommentare schreiben, hier unten in die Kommentare. Ja, und dann würde ich mal sagen, fangen wir an. Und was ich dazu noch sagen muss, es ist kein Product Placement. Es ist einfach nur das, was ich zu Weihnachten bekommen habe, weil ich das letztes Jahr schon gemacht habe und das so ein bisschen Tradition werden kann und soll auf meinem Kanal. Deshalb mache ich das jetzt einfach. Und ja, solange ich noch beschenkt werde und noch einige Geschenke zeigen kann, werde ich das auch machen. Also als allererstes JBL-Kopfhörer. Bluetooth, weil die hatte ich mir extrem doll gewünscht und ja, weil ich halt so oft schon Kopfhörer zerstört habe, indem ich die Kabel rausgerissen habe oder die Kabel abgebrochen habe oder irgendwas mit den Kabeln passiert ist. Und ich sage so oft Kabel. Und dieser Springbrunnen hier, den ich auch bekommen habe, der hat auch ein Kabel. Den habe ich aber schon ausgepackt, wie ihr hier seht. Oh, Pappkarton. Ja. Das ist ein Springbrunnen, den habe ich von meiner Freundin bekommen. Das fand ich mega nice und mega süß, weil ich liebe so eine Innenraum-Springbrunnen. Und wenn es dann so vor sich hin plätschert, ich habe hier zwar schon einen zu stehen, den könnt ihr nicht sehen, wie ich da gerade auf der Kamera sehe. Der versteckt sich hier hinter der Lampe. Aber der ist leider auch schon kaputt, also da funktioniert das LED-Licht nicht mehr. Und ja, trotzdem habe ich mich über dieses Geschenk sehr gefreut. Und ja, ich muss nur noch aufbauen und aufstellen und dann plätschert das hier auch fleißig vor sich hin. Aber ihr werdet es hoffentlich in den Videos nicht sehen oder hören. Dann habe ich noch richtig süß von meiner von meiner kleinen Schwester, habe ich hier so ein, ja, ich sag mal Lego-Auto bekommen, aber das ist nicht richtig von Lego, aber ich denke mir trotzdem geil. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, wieso Lego, das ist doch voll der Kinderkram oder so ein Scheiß. Und ich sage mir, ja, ihr habt recht, aber es ist kein Kinderkram, sondern es erinnert mich einfach an meine Kindheit. Und ich denke mir dann halt so, ja, wie ist es so? Ich sehe gerade, es ist ein bisschen dunkel in der Cam. Egal. Ihr könnt mich ja trotzdem sehen. Ich kann ja auch so ein bisschen vorrücken. Dann seht ihr meine Hackfresse. Weshalb ich mir das gewünscht habe. Ich wollte einfach mal wieder irgendwas bauen. Und ich will nicht mal damit spielen selber, sondern ich will einfach irgendwas bauen. Und deshalb habe ich mir gedacht, wünscht ihr doch mal Lego. Stand nicht mal auf meinem Wunschzettel und habe ich auch nicht mal meinen Eltern erzählt, glaube ich. Oder doch? Doch, habe ich. Aber jedenfalls hat mir das meine kleine Schwester geschenkt und ich habe mich da tierisch drüber gefreut, weil, wie gesagt, ich wollte einfach mal wieder bauen. Ja, dann habe ich hier Skippo bekommen. Skippo. Kennt vielleicht viele von euch, ist halt ein Kartenspiel, was wie Bridge ist. Wer Bridge nicht kennt, ich habe jetzt keinen Bock, die Regeln zu erklären.
Aber auf jeden Fall ein extrem geiles Kartenspiel, was wir dann noch gestern noch gespielt hatten. Und das hat tierisch Spaß gemacht. Dann habe ich einen Pullover bekommen, der einen richtig geilen Spruch hat. Ich habe so drüber gelacht, als ich den das erste Mal gehört habe. Freedom for Schrödingers Cat, also Freiheit für Schrödingers Katze. Wer Schrödingers Katze nicht kennt, der sollte sich darüber mal in Wikipedia belesen. Und ja, aber wer sich mit Schrödingers Katze auskennt, der hat Ahnung von diesem Spruch und der findet den auch mega witzig. Weil der ist so geil, der Spruch. Und ich liebe diesen Pullover jetzt schon. Ich habe ihn noch nicht einmal getragen. Ich hoffe, er passt. Das habe ich auch noch nicht anprobiert, fällt mir gerade ein. Na egal. Jedenfalls, auf jeden Fall das lustigste Geschenk von denen, welche ich bekommen habe. Auf jeden Fall. Dann habe ich bekommen für die Xbox One. Ja, ich bin Xbox-Spieler, aber ich mag die PlayStation auch, falls jetzt irgendwer sagen will, Xbox ist scheiße und ich weiß, Xbox ist auch an sich scheiße, also ich finde. Nee, es ist nicht scheiße, aber es ist. Ich mag den Controller mehr von Xbox und ich habe Xbox auch nur geholt, weil viele meiner Freunde Xbox spielen. Ansonsten hätte ich mir wahrscheinlich die PlayStation geholt. Aber ja, ich finde den Xbox-Controller geiler, aber ja, ich mag beides. Und ich mag auch PC. Ich bin alles. Ich hasse den Konsolenkrieg. Nee, um es darauf zurückzukommen. Hier Mittelerde, Mordors Schatten. Ja. Die Game of the Year Edition, also komplett voll. Und ja, mal gucken, wie es wird. Wenn nicht, kann man es ja immer noch zurückbringen, ne? Dann habe ich noch ein Kartenspiel bekommen. Witches kann ich gleich noch mit Skippo im Prinzip zusammenpacken. Ist auch ein geiles Kartenspiel. Da weiß ich die Spielregeln nicht mehr so genau. Aber auf jeden Fall braucht man dafür mindestens drei Spieler und das ist schon mal doof. Aber ich werde sicherlich irgendwelche Leute noch finden und ja. Ich habe mich trotzdem tierisch darüber gefreut. Und ja. Ich hoffe, ich habe viel Spaß dabei. Dann habe ich noch richtig süße Snoopy-Tasse bekommen. Hier seht ihr die hier. Da, so mit Snoopy drauf und. Finde ich richtig, richtig niedlich, auch wegen dem Peanuts-Film. Den habe ich zwar noch nicht gesehen, aber ich mag Snoopy übelst. Ich habe auch damals einen Schlafanzug von dem gehabt, wo ich noch klein war. Und da freue ich mich tierisch drüber. Ja, weil Snoopy einfach auch total niedlich und total süß ist. Und ja. Dann habe ich von meiner Oma, habe ich eine Tafel Schokolade bekommen. Hier, ganze Nuss. Passion, Schweizer Schokolade, ganzheitliche Schokoladentradition. Schweizer Milchschokolade mit ganzen Haselnüssen. Habe ich bekommen und noch ein bisschen Geld. Wie viel sage ich aber nicht. Nicht, dass ihr mich ausrauben wollt, ne? Dann habe ich ebenfalls von meiner Freundin noch ein Kartenspiel, glaube ich, bekommen. Ich weiß nicht was, genau was es ist. Ja, es ist ein Kartenspiel. Es heißt Nox. Noch nie gespielt, noch nie gesehen, noch nie gehört. Mal gucken, wie es ist. Ich habe es, wie gesagt, noch nie gespielt. Ich hoffe aber, es ist geil. Dann habe ich wieder von meiner Freundin Uli Stein das Tagebuch von ihm bekommen. Also wo so lauter. Oh, da ist das Geld von meiner Oma drin. Das packen wir mal hier unten hin. Ne, da sind so lauter. Hier wischt ihr so. Kennt ihr diese? Wartet. Da. So, diese ganzen Comics von dem. Da halt drin. Und ich glaube, das geht ein ganzes Jahr lang im Prinzip. Ja, genau, das geht hier Januar, März. Okay. Okay. Dann habe ich noch bekommen. Und. Ja, das ist so ein Spiel. Also du kriegst so ein Kärtchen und da stehen so drei Begriffe drauf und davon musst du halt einen erklären mit kleinen anderen Kärtchen. Zum Beispiel hier musst du Biene erklären. Ach, ich zeig's einfach schnell in die Kamera, dann geht das schneller. Also da musst du Biene erklären und dann hast du da so die Kärtchen Tier, Gelb, Schwarz, Klein und Fliegen. Und daraus muss der andere dann halt herausfinden, dass es sich dabei um eine Biene handelt oder um einen, ja, oder halt um eine Wespe. Also man kann ja Wespe oder Biene sagen oder Hummel, man weiß es nicht, man weiß es nicht. Dann habe ich als letztes noch bekommen, was ich. Licht, hallo, hier Licht. So, jetzt bin ich wieder ein bisschen heller. Ich hoffe, das klappt. Wenn nicht, stelle ich hier gleich mal wieder was ein. Ich war gerade ein bisschen zu dunkel. Dann habe ich von meinen, vom Weihnachtsmann noch bekommen. Kann man das hier sehen? So, warte, lass mich mal gucken. Ja, genau. Für meinen Laptop, weil der in letzter Zeit so oft durchschmiert, so ein Kühler-Dingens. Das stellst halt den Laptop drauf und dann schmiert der Lüfter nicht so schnell durch und dann wird er nicht so schnell heiß und alles. Ja, und das ist, muss ich sagen, das mitbeste Geschenk, weil ja, der Laptop halt irgendwo für mich alles ist, da ich ja jetzt auch regelmäßig YouTube mache und machen will und wenn er mir dann halt bei jedem Renderprogramm bei jedem Renderdurchgang so durchschmiert, wenn ich da keinen Kühlakku drunter gelegt habe, dann ja, ist das halt scheiße. Oder wenn ich halt Games zocken will und da kein
Kühlakku drunter liegt und es mir dann mitten in der Aufnahme durchschmiert, so wie es jetzt beim Adventskalender war, den ich übrigens nicht mehr aufnehmen konnte. Vielleicht kriege ich. Nee, ich krieg's nicht mehr hin. Das ist jetzt einfach zu voll die nächsten Tage. Und am 27. bin ich dann noch. Ach nee, das erzähle ich nachher. Nein, jedenfalls habe ich hier so einen Cooler Master bekommen und ich hoffe, der funktioniert auch gut. Und ja. Dann habe ich noch, oder beziehungsweise meine Mutter hat, aber ich fahre ja auch mit dem Auto meiner Mutter, nur das kann ich halt gerade nicht zeigen, ein neues Radio bekommen fürs Auto meiner Mutter. In dem ich auch mitfahre, wie gerade eben schon gesagt. Und das ist auch richtig geil, weil, ja, das andere Radio hat nicht mal gebrannte CDs abgespielt und das neue, das hat jetzt schon Bluetooth und alles. Und, ja, dann macht es auch endlich wieder Spaß, Auto zu fahren. So, und ansonsten, ich hoffe, ich habe nichts vergessen, wenn ich irgendwas vergessen habe und irgendwer von den Leuten, die mir jetzt was geschenkt haben am 24., sich jetzt ungerecht behandelt fühlen, weil ich irgendwas vergessen habe. Ich hab's wirklich nicht. Ich hab's vergessen, ja. Aber ich fand's trotzdem toll, diese Geschenke bekommen zu haben. Aber ich denke, ich habe alles mit hochgenommen. Also müsste eigentlich alles auch dabei gewesen sein. Ja, jetzt noch ganz kurz, was ich so die nächsten Tage mache. Ich weiß, es dürfte euch jetzt nicht groß interessieren. Aber es ist einfach so, dass ich dadurch halt weniger Videos produzieren kann. Und wahrscheinlich wird jetzt auch am 26. kein Video kommen. Das muss ich noch sehen. Mal gucken. Vielleicht nehme ich auch einen Vlog auf und der kommt dann am 26. abends. Oder auch erst am 27. kann also auch sein, dass morgen kein Video kommt. Dafür kamen heute ja zwei. Ja, heute bin ich dann noch bei meinem großen Bruder, also bei meiner anderen Familie und feier dort noch, trink Kaffee und feier dort ein bisschen Weihnachten. Dann gehe ich noch zu meiner Oma, die gestern aber schon hier war, und feier bei denen noch ein bisschen Weihnachten. Also überall so ein bisschen Weihnachten feiern. Dann kommen wir am Abend wieder nach Hause. Dann hoffe ich, dass ich da ein bisschen aufnehmen kann. Wenn nicht, dann wird halt morgen kein Video kommen. Morgen bin ich dann bei meinem Opa. Der wohnt aber in Bergwitz in Sachsen-Anhalt. Das heißt, wir fahren da erstmal 2 Stunden hin, glaube ich. Oder 1 Stunde 45, so 1 Stunde 45, 2 Stunden fahren wir da hin. Und dann feiern wir da noch Weihnachten. Da mache ich vielleicht einen kleinen Vlog mal gucken. Vielleicht, wenn alles hinpasst. Aber wenn nicht, dann nicht. Weil dort ist auch immer alles sehr voll und sehr laut und alles. Und alles auch durcheinander und so weiter. Und man will ja auch mit seiner Familie quatschen und nicht halt nur Videos drehen und sowas. Und am darauf folgenden Tag, also am 27., gehe ich dann noch mit meiner Freundin zu ihrer Oma und feiere mit deren Familie Weihnachten noch zu Ende, im Chinesen. Und ja, dann war auch Weihnachten für mich schon vorbei und dann ist aber auch schon der 28. und dann ist das neue Projekt am Laufen. Dann muss ich das neue große Projekt aufgenommen haben. Beziehungsweise jedenfalls die ersten paar Teile, weil dann kommt ja auch schon wieder Silvester und an Silvester wird es definitiv ein Video geben von, ja, mir und meinen Freunden, wenn sie mitmachen. Also ich habe 3 Freunde dann hier. Also eigentlich sind wir wirklich 6. Ich, meine Freundin, meine beiden besten Freunde, meine Schwester, meine Kleine, wenn sie mitmachen will und vielleicht noch die Freundin der Schwester. Und damit wären wir 6. Und ja, vielleicht machen wir dann noch ein Video und, bringen das irgendwie raus oder so ein Vlog oder irgendwas. Wir werden schon irgendwas finden, was wir einfach hochladen werden. Und wenn wir stockbesoffen sind und wenn wir natürlich ganz viel Milch getrunken haben und die Videos dann raushauen, dann ist das halt auch so. Also ihr werdet auf jeden Fall ein Video kriegen am 31. oder am 1. oder beiden Tagen sogar. Ja, und das war jetzt einfach so mal die Zukunftsvorhersage von mir. Und ich habe mein Horoskop für nächstes Jahr auch schon gelesen. Ich weiß, das ist eigentlich völliger Bullshit, aber ich laber jetzt hier einfach nur noch Müll in die Kamera und ich rede schon seit fast. Na gut, ich habe ja 17 Minuten aufgenommen, davon werde ich ein bisschen was rausschneiden, aber ich habe schon fast 17 Minuten gequatscht und es ist einfach nichts bei rumgekommen. Doch, ich habe euch halt ein bisschen erzählt, was ich mache und so, aber ab jetzt wird's einfach nur noch unsinnig. Deshalb würde ich sagen, ich wünsche euch noch wunderschöne Weihnachtsfeiertage. Lasst es euch gut gehen, lasst euch noch reich beschenken. Denkt aber nicht nur an die Geschenke, denkt auch an eure Familie, dass sie immer für euch da ist, außer halt, ihr habt eine Scheißfamilie. Dann denkt an die Menschen, die immer für euch da sind und es gibt, ihr, selbst wenn mir jetzt hier irgend von einer von euch erzählen will, dass ihr keine Freunde habt und dass ihr niemanden habt, der hinter euch steht, irgendwer steht immer hinter euch. Ihr seid niemals allein. Niemals. Auch wenn ihr euch alleine fühlt, ihr seid niemals allein. Und wenn ihr euch hier irgendwen in den YouTube-Kommentaren sucht, mit dem ihr einfach schreibt über die Weihnachtszeit und mit dem ihr vielleicht sogar eine Freundschaft aufbaut, dann ist das auch schön, dann habt ihr einen neuen Freund kennengelernt. Das ist alles toll, aber ihr seid niemals alleine. Ihr findet immer irgendeinen, der euch zuhört. Auch ich, wenn ihr mir unter die Kommentare schreibt, ich lese das, ich antworte zwar nicht immer. Also wenn es jetzt irgendwelcher unsinnige Scheiß ist, dann antworte ich nicht immer, aber wenn es irgendwelche konstruktive Kritik oder konstruktive Fragen sind, dann werde ich immer antworten.
Oder wenn ihr halt irgendwelche Informationen haben wollt, ich werde wirklich immer antworten, solange es noch in meiner Macht steht. Also ich weiß ja nicht, wie das hier noch mit meinem Kanal vorangeht. Wenn wir bei 100 bleiben, dann bleiben wir bei 100, dann ist es auch schön, dann werde ich trotzdem meine Videos weitermachen. Und ja, wenn wir aber irgendwann mal bei 1000 oder 10.000, wer weiß, sein sollten, dann werde ich vielleicht nicht immer schaffen, jedem zu antworten. Aber trotzdem versuche ich es dann immer noch. Und damit, mit diesen tollen Worten, wie gesagt, ihr seid niemals allein, verabschiede ich mich in die Weihnachtsfeiertage und sage Tschüss, Ciao und auf Wiedersehen, sagt euer Krios. Ho, ho, ho!